herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Und zwar zu Total War-Reihe und hier zu Napoleon. Da gibt es eine Mod, die heißt The Great War, also der Erste Weltkrieg. Ne? Und ich spiele ja gerade The Great War als Rundenstrategiespiel. Und ich denke, vielleicht können wir eventuell, es ist nur so eine Idee. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wenn ich mit, aber das dauert noch einen Moment, wenn ich mit dem Spiel, mit dem Strategiespiel vorbei bin, aber das, wie gesagt, das kann sich noch ein bisschen hinziehen, denn ich habe ja nur immer Montag und Dienstag gebe ich euch hier Content. Und dann könnten wir es so machen, dass wir vielleicht dieses Spiel Donnerstag und Freitag noch mit aufnehmen. Weiß ich noch nicht, vom Zeitplan her. Ne? Kann sein, kann auch nicht sein. Aber das wäre dann erst nach meiner internetfreien Zeit im Sommer. Eventuell. Eventuell. Ansonsten, wie gesagt, danach muss ich mir ganz schwer überlegen. Wir schauen aber trotzdem mal rein, denn ich habe zwar schon einige Teile der Total War-Reihe gespielt, aber noch nie Napoleon oder Empires oder sowas, ne? Aber es würde ganz gut reinpassen in unsere Zeit, ne? Und ich könnte euch da vielleicht noch ein bisschen, ja, Informationen geben zum Ersten Weltkrieg. Und wir spielen es mal hier in einem, ja, semi-runden Echtzeitspiel. Und in einer Mod, ne? So, schauen wir mal. Ich denke, das ist es hier. Ist natürlich auf Englisch, aber was soll's, ne? Das können wir ja dann hinnehmen. Ja, wir könnten... Naja, Spanien nicht, ne? Serbien könnten wir spielen, ne? Nee, natürlich spielen wir die Russen. Nee, natürlich nicht. Nee, wir können Österreich-Ungarn spielen. Nee. Franz Josef. Nee. Wir spielen das Deutsche Reich. Das Deutsche Kaiserreich. Und ihr seht, die Ausdehnung, ja, das ist eben ehemalige Preußen, ne, das ja schon unter Friedrich dem Großen sich weit erweitert hat. Und ja, ich kenne mich hier nicht aus mit der Spielstärke. Wir lassen das mal so. Game Mode Simple? Ja, oh, geht nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Was haben wir für Ziele? Wir sollen erobern und halten 24 Regionen, inklusive der Regionen, die gezeigt werden. Also die hier, ne? Die dürfen wir nicht verlieren. Und noch weitere 24, okay? Wir müssen das bis Dezember 1918 schaffen. Könnte schwierig werden, ne? So. Wie bitte? Enforcing Loyal Faction will keep the major alliance of World War II together disabling. The script will mean a much more random campaign. No. Das ist aber recommended hier, ne? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir eine much more random campaign? Wo alles kann passieren? Nee, wir wollen das so historisch wie möglich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so, wartet mal. Nee. Disabling the script will mean... Nee. Will beibehalten die Major Alliance. Nee, alles in Ordnung. Recommended. So, Mitch, danke dir für die Mod. Nett, oder? Ist gar nicht so schlecht hier, so was ich da so sehe. Ist ja alles gemoddet, ne? Schaut mal hin, da fährt eine Eisenbahn. Ja, die Eisenbahn war ja im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, so die... Die Schlagwaffe ist wirklich... Ich bin fast fasziniert.
War das wirklich damals schon so schön ausgesehen? Hat das? Wer ist denn das? Auch Friedrich Hegel, unser, Bei einem ein Medium Philosoph. handelt es sich um einen Ihrer führenden Denker. Sie können ihn zur Erforschung militärischer und industrieller Verbesserungen Oh einsetzen. mein Gott. Edelmänner forschen, indem sie Zeit in Forschungseinrichtungen wie Bibliotheken oder Universitäten verbringen. Okay. Das ist mir zu komplex hier. Ich blicke überhaupt nicht durch. Ich habe noch nie. Ich weiß gar nicht, was Government. Friedrich Hegel. Was Diese willst. Übersicht zeigt Ihnen Informationen über einen für Ihre Nation tätigen Agenten an. Hier werden sein Name, seine Position auf der Karte sowie persönliche Eigenschaften und Attribute mit Bezug zu seinen militärischen Fähigkeiten zusammen mit Details zu möglichen Gefolgsleuten aufgeführt. Very interesting. Heieiei. Das ist ja toll. Wenn das Ganze noch auf Deutsch wäre, ne, das gibt's nicht. To some lifetime. What? Ach, da kann ich nicht draufklicken. Was sind das hier? Research Skill, 3 Punkte. Brandenburg. Ist er gerade. Hegel. Philosoph, und da hat sich ja Karl Marx mit Hegel, das war ja im Grunde sein Vorbild und gleichzeitig sein, ich sag's mal, sein Krit, also an dem er die meiste Kritik angebracht hat, ne? Aber man muss sagen, er kommt aus der Hegelschen Schule heraus. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich sag's, wie es ist. Hier kann man beenden den Zug. Ja, wir schauen mal kurz in. Wo ist denn Berlin? Ach, hier. Der Besitz der Provinzhauptstadt entscheidet über die Kontrolle über eine Provinz. Beachten Sie, dass die Gebäude in der Provinzhauptstadt als Verwaltungszentrum der jeweiligen Provinz leicht von den in Ortschaften verfügbaren Gebäuden abweichen. Wir haben hier praktisch kleine Kasernen. Das ist für die Einwohner ganz schlecht. -2 Happiness. Ja, boah, das ist ja schön, aber wo sehe ich denn die Happiness? In Recruitment? diesem Tab werden sämtliche in der ausgewählten Ortschaft, Stadt, Armee, Flotte oder dem ausgewählten Hafen zur Rekrutierung verfügbaren Einheiten angezeigt. Per Rechtsklick auf die Abbildung einer Einheit erhalten Sie deren Beschreibung. Ach so. Per Linksklick auf eine Einheit fügen in dieser Übersicht werden Informationen über einen bestimmten Einheitentyp angezeigt. Anzahl der Männer, Rekrutierungs- und Unterhaltskosten, Erfahrung, Statistiken, Sonderfähigkeiten sowie eine detaillierte Beschreibung. Das sind meine Kosten, die ich immer habe, 88. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Aber hier fehlt dann natürlich, jetzt habe ich natürlich die abgebrochen, hier fehlt ein Bild. Leider. Schade. Ist wahrscheinlich beim richtigen Napoleon drin. Napoleon können wir natürlich auch spielen, ne? Davon abgesehen. Dann würden wir. Könnt ihr entscheiden? Könnt ihr mal entscheiden, ne? Ob wir Napoleon, denn dann hätten wir die Zeit davor, vor dem Ersten Weltkrieg, denn Napoleons Zeit ist ja im Grunde entscheidend. Entscheidend für die Entstehung des Deutschen Kaiserreichs und dann natürlich auch dafür, dass der Erste Weltkrieg dann stattfand, ne? Okay, das war Berlin, ne? Was haben wir hier noch? Die Verbesserung des Straßennetzes innerhalb einer Provinz erhöht deren Handelsaufkommen. Auf besseren Straßen bewegen sich Armeen außerdem innerhalb einer Runde weiter fort. 14.400. Ja, das wird nix, mein Freund. Wenn Sie einen neuen General oder Admiral anwerben wollen, stehen Ihnen mehrere Kandidaten zur Verfügung, sodass Sie denjenigen auswählen können, der am besten passt. Der Preis hängt von den Fähigkeiten und die verfügbare Anzahl von der Größe Ihres Reiches ab. Scharnhorst. Ja, das war einer der Generäle. Richtig. Wie viel kostet denn der? 3.000. Jo, gerne. Ein preußischer Junker.
Ich kenne die meisten hier nicht. Ich sag's euch gleich. Scharnhorst ist bekannt. Den nehmen wir. 3000. Kommt los. Wir gehen gleich in den in die Offensive. Obwohl, na, wartet mal. Wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwas anderes noch. So, Dresden. Infrastruktur könnte, ne? Wir könnten hier... Gibt Happiness? Ja, die Frage ist, wie wir, wollen wir strategisch vorgehen, ne? Warschau könnte natürlich auch... Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Armee oder einen Agenten aus einer Siedlung oder einem Provinzplatz an einen anderen Ort bewegen können. Wählen Sie hierfür die Armee oder den Agenten aus und klicken Sie entweder... In diesem Tab werden sämtliche Gebäude in der ausgewählten Ortschaft angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Gebäude, um zu sehen, welche Sie bereits errichten können. Per Linksklick fügen Sie es der Produkt... Diese Übersicht hält Informationen bereit, wie die Auswirkungen eines Gebäudes im Spiel funktionieren, sowie eine genaue Beschreibung dessen Funktionen. Einige Gebäude ermöglichen es Ihnen, weitere, fortschrittlichere zu bauen. Es kann also nicht schaden, alle Informationen hier zu lesen und die Gebäudeübersicht zu überprüfen. Belgrad habe ich, glaube ich, am Quatsch erzählt in meinem Let's Play Great War. Ist natürlich die Hauptstadt der Serben, ne? Ja, hier unten brauchen wir uns eigentlich gar nicht mit auseinanderzusetzen. Buda und Pest ist ja österreichisch-ungarische Einflusssphäre. Was haben wir denn eigentlich hier noch? In der Listenübersicht finden Sie Informationen zu Ihren Streitkräften, Agenten und Provinzen. Aha. Diese Listen stellen Ihnen nützliches Referenzmaterial zur Verfügung. Und in diesem Tab werden in diesem Tab werden Ihre sämtlichen Provinzen, Ihre Bevölkerung, der Status der öffentlichen Ordnung und Ihr Einkommen angezeigt. Mhm. Die Ansicht kann nach jedem dieser Unterpunkte sortiert werden. Mhm. Werden da das meiste Einkommen? Ja, natürlich, Berlin. Und dann gleich Warschau war eine wahnsinnig prosperierende Stadt. Ist auch heute noch, ich habe es beim Truck-Simulator schon mal gesagt, ist auch heute noch eine der erfolgreichsten Städte in Polen mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Okay, warte, wir haben hier noch Agenten. In diesem Tab sind Ihre sämtlichen Agenten, die jeweils zur Verfügung stehenden Bewegungspunkte und der momentane Status aufgeführt. Die Ansicht kann nach jedem dieser Unterpunkte geordnet werden. Stieglitz. Stieglitz kommt mir bekannt vor. Kann ich euch nichts sagen dazu. 92. Der stirbt mir bald weg. Stieglitz. Immanuel, ich kenne nur Immanuel Kant, ne, den Philosophen. Stieglitz sagt uns jetzt nichts. Aha. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine Landwehr. Das ist wahrscheinlich die einfachste Einheit. Ja. Hier können wir auch nur Landwehr recruit. Wann immer eine Gebäudekette verfügbar ist, können Sie zwischen den verschiedenen Gebäudearten hin und her schalten. Wählen Sie dazu ein Gebäude aus, das Sie verändern möchten, und klicken Sie dann auf das Gebäudetyp ändern Feld am unteren Bildschirmrand. Ach so, hier kann ich reparieren. Boah, das ist total anders als... Musst du echt sagen, das ist total anders. Dieses Fenster wird zur Erforschung neuer Technologien verwendet, damit ihre Nation einen Vorteil über ihre Rivalen erlangen kann. Das Forschungsobjekt blinkt auf und zeigt dabei die Anzahl der zur Erforschung verbleibenden Runden an. Ein Edelmann oder Gelehrter beschleunigt den Prozess. Mhm. Aha. Ja. Ja. Heidelberg, Universität Heidelberg, Universität Magdeburg. Ja, das sind natürlich die... Magdeburg ist natürlich auch einer der führenden Städte damals gewesen. Nicht verfügbar. Massenpropaganda. Nicht verfügbar. Wo kann ich denn... Ach so, ich könnte jetzt marxistisch... Nee, nicht unbedingt, oder?
können doch das jetzt nicht marxistische machen. Wir machen lieber ein Rifle Scope. Genau. Wir erforschen jetzt ein Scharfschützengewehr. Denke ich. Oder? Ist das in Ordnung? Wir können aber in Magdeburg auch noch was erforschen. Wartet. Da können wir mal was anderes erforschen. Mortar Indirect Fire Weapon, das Fire Explosiv. Bekannt als Bomben mit geringer Geschwindigkeit. Kurzer Reichweite. Vielleicht. Destroyers. Schnell? Achso, Kriegsschiffe. Ja, eigentlich schon, aber jetzt nicht. Based on respect and a principle of equal rights. Ja, das im Deutschen Kaiserreich war das ein bisschen zwiegespalten, ne? Also Bismarck hat ja, wie gesagt, voll drauf auf den antidemokratischen Zug ist ja der gefahren, ne? Dann aber bei Wilhelm II., da war eigentlich, ja zumindest war die, ja gut, ich sag's mal, die Reichsregierung, die war recht stark, auch hier, und das Parlament, ja, auf der anderen Seite haben sie das Parlament fragen müssen, ne? Wo wollen wir das? Aber was denn hier nochmal mit diesem Dollarzeichen? Ich glaube, wir machen ein bisschen die Wirtschaft, ne? Das sind Kriegsanleihen. Damals haben sie ja Kriegsanleihen ausgegeben, das passt sogar. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was dann nach dem Krieg für Schulden entstanden sind, ne? Durch diese Kriegsanleihen zum Beispiel, ne? Weil man ging ja davon aus, im Deutschen Kaiserreich, dass man den Krieg gewinnt, ne? So ist es ja nicht. Ja, was müsste jetzt hier unsere Strategie sein? Ja, ich denke, die Strategie wäre über Brüssel nach Paris. Was haben wir denn hier an unseren Außengrenzen? Oldenburg, das... Truppen können für den Verteidigungsfall innerhalb einer Stadt stationiert werden. Wir müssten unterdrücken sie rebellische Tendenzen innerhalb hier nach Paris. Das war der Schlieffenplan. Wir brauchen ein Bündnis. Sag mal, können wir irgendwelche Bündnisse, diplomatische Beziehungen? In dieser Übersicht werden die diplomatischen Beziehungen zwischen den Nationen angezeigt. Oh, wir sind mit einer Nation per Klick auf die dazugehörige Flagge aus. Ja. Ihre Verbündeten, Feinde, Protektorate und Handelspartner werden am unteren Rand der Übersicht angezeigt. Ja. Mit den Pfeilen schalten Sie die Karte um. Sie können sehen, was die jeweils angewählte Nation über ihre Rivalen denkt. Und was diese wiederum über Sie denken. Ja. Um in diplomatische Verhandlungen einzutreten, wählen Sie eine Nation aus der Liste auf der linken Seite aus und klicken Sie auf das Verhandlungen eröffnen Feld. Mhm. Die Einstellung Ihnen gegenüber wird neben Ihrer Flagge angezeigt. Okay. Das ist nett, dass du das sagst. Aber zum Beispiel Italien ist recht spät eingetreten. Können wir da zumindest mal Handelsbeziehungen eröffnen? In dieser Übersicht finden Verhandlungen zwischen den Nationen statt. Der Eugen, der erste. Das war ja ein Königreich, ne? Klicken Sie auf eine Option, um ein Angebot zu unterbreiten. Wie wär's? Löschen Sie das Angebot wieder. Ein kompliziertes Angebot, das über diese Option können Sie Handelsabkommen aushandeln. Wie wär's? Sobald ein solches Abkommen getroffen wurde, wird eine Handelsroute zwischen Ihrer Nation und Ihren Partnern eröffnet, auf der Waren zum beiderseitigen Vorteil und Profit gehandelt werden. Wie wär's? Wir senden mal ein Proposal. Oder wir bedrohen Sie. Nee, wir senden ein Proposal. Und? What? Nee, da fehlt, ist alles in Ordnung, ne? Ob alles perfekt. Gut, Eugen. Wir haben gute Beziehungen, mehr oder weniger, zu Frankreich. Noch sind sie aber sehr indifferent, ne? Immerhin haben wir ein Handelsabkommen. Was könnten wir denn jetzt, wartet mal kurz. Könnten wir jetzt eventuell eine Allianz vorschlagen? Unter dieser Option können Sie militärische Bündnisse aushandeln.
Im Kriegsfall können Sie so auf Verbündete zurückgreifen. Verweigert man wollen wir es mal probieren? Partner Waffenhilfe, wird das Bündnis automatisch beendet. Aber wir machen mal. Was hältst du davon? Nee, seine Regierung ist damit nicht wirklich einverstanden. Okay, sehe ich eventuell ein. Ja, die haben sich neutral verhalten, die Italiener. Was hat man noch für ein Handelsembargo? Könnten wir erwirken, aber nicht unbedingt. Request Alliance würde wahrscheinlich auch nicht mitmachen, ne? Ach nee, das hatten wir schon. Okay, nee, dann weg. Ja, dann lassen wir es erstmal. Vielleicht müssten wir dem dann was anbieten. Wir haben aber nichts zum Anbieten momentan. Mit den Russen... mit den Russen, das wäre natürlich toll, wenn wir die... Wir schlagen denen mal Frieden vor. Wo sehen wir denn... wie gut wie das Angebot ist. Wir probieren es mal. So, Diplomatik. Was necessities are all are saving you from the horse wiping. The proposal are rejected. Leider rejected. Das ist Zar Nikolaus der Zweite. Ich hatte mir gedacht, Alexander hieß der, ne? Habe ich mich total geirrt gehabt. Nikolaus der Zweite, Nikolaus Alexander, ne? Die hießen ja fast alle mit zweiten Namen, glaube ich, Alexander noch. Ja, Nikolaus der Zweite, den haben wir da. Ja, dann wird's wohl nix. Wie eine Nation zu einer anderen steht, wird durch die Diplomatie. Achso, sind wir schon feindlich. Na dann. Freundlich, neutral, unfreundlich, feindlich. Die diplomatischen Beziehungen müssen allerdings nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Was Ihre Nation über eine andere denkt, muss nicht deren Bild von Ihnen entsprechen. Komm, Spanier, willst du? Und? Gut, na? Super, Handelsvereinbarung mit Spanien. Haben wir das auch? Schweden? Komm, wir machen jetzt erstmal Handelsvereinbarung. Alles klar? Jups. Schweiz, auf alle Fälle wollen wir mit der Schweiz handeln. Wir sind eine wirtschaftlich starke Nation, Philipp I. in der Schweiz. Schweiz ist auch so ein Ding, ne? Da müsste man sich auch mal mit beschäftigen. Mit diesem Neutralitätspakt, ne? Portugal, los. Wen haben wir da? Manuel. Oh, der sieht ja noch sehr kindlich aus, ne? Kenne ich mich auch nicht aus, ich sag's ganz ehrlich. Man weiß viel zu wenig von der Zeit. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns mal wieder mit beschäftigen, ne? Wie wär's mit der mit der Niederlande werden wir uns mal ein bisschen gut stellen. Obwohl wir die wahrscheinlich dann auch noch angreifen müssen, wenn wir die 24 Dinge da wollen. Wen haben wir denn da? Oh, der sieht ja. Jan, was? Schimmelpanik. Jan, echt? So hieß der. Jan Schimmelpanik. Schimmelpfennig. Ne, ich weiß es nicht. So, Dänemark. Los, her mit. Wir wollen... Lange bestehende Handelspartner entwickeln ein gesundes Maß an Respekt füreinander, was sich in leicht verbesserten diplomatischen Beziehungen und erhöhtem Handelseinkommen niederschlägt. Schön. Na dann, ist doch alles Roger. Wir werden langjährige Handelsbeziehungen... So, ja dann werden wir über Belgien hier einmarschieren, ne? Brüssel. Dann nehmen wir gleich Brüssel im Vorbeigehen. Oder auch en passant. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben nichts an Armeen hier. Dann wird es ein bisschen schlecht. Ne? Wir haben auch keine Armee. Hallo? Eine Stadt ohne stehende Garnison erschafft zur Aufrechterhaltung der Ordnung automatisch Milizen. Diese Miliz kann zwar nicht gegen Aufstände vorgehen, wie einquartierte leichte Infanterie, zum Beispiel Dragoner. Sie sorgt allerdings für die Regelung alltäglicher Probleme.
Sie kann die Stadt, in der sie erschaffen wurde, nicht verlassen. Wir haben auf alle Fälle schon in Straßburg welche stehen. Ja, dann würde ich sagen, ja, die Frage ist, was, wir stehen ja mit den Russen hier im Krieg, ne? Und Königsberg ist unsere Außenbastion. Wie sieht's denn hier aus? Was wird denn da gebaut? Kostet alles jämmerlich viel hier, oder? Lemberg, wisst ihr es noch? In unserer... Da wird, ist gerade ein Kampf um Lemberg entsteht. Ja, und wir hatten ja in unserer... Was ist denn das alles hier im Baumodus? Wir hatten ja bei unserer Great War Kampagne, die wir gerade haben, Warschau, ne? Die hatte ich ja einfach, hatte ich das... Ja, hatte ich hier meine Truppen rausgezogen und so konnte der Feind rein. War ein bisschen doof gelaufen. Da stehen eigentlich auch recht. Die lasse ich mal hier. Da werde ich keinen Schritt weit gehen. Und schauen wir, was die Russen da drüben so treiben. Und wir werden uns... Jo, wir werden uns hier von Berlin aus nach Frankreich aufmachen. Mit allem, was wir haben. Wir sollten aber hier mal... trotzdem einen General reinsetzen und wir nehmen den Scharnhorst. Und wir rekrutieren eine Landwehr. 100 geht. Und ansonsten... Die genaue Planung ihrer Bauten ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Start. Lehrgebäude fördern die Forschung und den Erwerb neuer Technologien. Industrielle Gebäude fördern den Handel und generieren Einkommen. Garnisonen erhöhen die Anzahl und Qualität der verfügbaren Einheiten. Theater und so weiter sorgen für die kurzfristige Zufriedenheit ihrer Bevölkerung. Ich finde das so cool. Aber die konnten doch mit Eisenbahn an die Front gebracht werden. Das ist hier wahrscheinlich nicht integriert, oder? Haben sie wahrscheinlich nicht gemacht. Was sind eigentlich hier Government? In der Regierungsübersicht sind wichtige Informationen und Statistiken zur Verwaltung ihres Reiches zusammengefasst. Im Politik-Tab passen Sie die Besteuerung aller von Ihnen kontrollierten Provinzen an. Hier können Sie auch die genaue Einstellung der KI-Verwaltung für Steuern und Bau vornehmen. Klicken Sie auf das Feld am unteren Fensterrand, um direkt zu der Provinz mit der geringsten öffentlichen Ordnung zu gelangen. In den meisten Fällen kann dieses Problem durch eine Anpassung der Besteuerung behoben werden. Ja, wir könnten jetzt natürlich die Steuer senken. Mag ich aber momentan nicht. Wir müssten vielmehr die Happiness, die müssten wir erhöhen. Werden Informationen über die Mitglieder ihrer Regierung und ihre Kolonialgouverneure angezeigt. Oh, sogar richtig. Über dieses Fenster können Sie Würdenträger entlassen und ersetzen, sowie je nach Regierungsform Wahlen abhalten und königliche Angelegenheiten regeln. Aha. Boah, das ist... Puh, das... Heieiei. Hei und dai. Jo, das ist schön. Seht ihr hier, unser Regierungschef, also unser Kanzler, ist nämlich Theobald von Bethmann-Hollweg. Das ist der Kanzler. Und den Namen hatte ich vergessen. Und wie gesagt, der, ja, es ist ganz, ganz zwiespältig, wie man ihn jetzt bewertet als Historiker. Ne? Auf der einen Seite hat er natürlich auch einen Einfluss gehabt drauf und war kriegstreibend. Auf der anderen Seite hat er natürlich versucht, auch zum Beispiel, er hat nie gedacht, dass England mit in den Krieg eintritt. Also das war unmöglich. Das, man hat auch nicht gedacht, dass England wegen Belgien in den Krieg eintritt. Das hat man nie für möglich gehalten. Kuhn kenne ich nicht. Hermann Liskow, ja, der ist wieder bekannt. Linke kenne ich auch nicht.
Ja, Tirpitz ist Flottenadmiral. Na, da gibt es ja die Tirpitz auch als ja, Flotte. Gottlieb Salter, Walter Heine, Gustav Feld, August Haas. Okay. Wir könnten jetzt einen feuern. Ja, aber mehr können wir aber hier nicht machen, ne? Mehr geht ja hier nicht. Wir können hier mal kurz reinschauen. Wir können Wahlen abhalten. Wie soll denn das funktionieren? Wir könnten die entlassen, ne? Das können wir machen. Und es ging ja, der Kaiser hat ja hier volle Rechte gehabt, ne, also. Im Handelstab werden sämtliche Ressourcen, die zu ihrer Hauptstadt gebracht werden, und die Exporte an ihre Handelspartner sowie der daraus entstehende Profit aufgeführt. Was? Elfenbein? Kann es sein? Ivory? Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht. Das sind wahrscheinlich aus den Kolonien heraus, ne? Die, also in der zweiten Phase des Deutschen Kaiserreiches, da gab es ja Kolonien. Bismarck wollte ja das nicht, aber man hatte dann in China und in Afrika Kolonien errichtet und ja, wird wahrscheinlich dann auch, wenn wir uns zum Beispiel, ne, diese, ja, Windhoek-Brauereien noch, sieht man ja noch, ne, in Afrika, da sieht man den deutschen Einfluss, ne, in diesen Kolonien. Namibia, ne, zum Beispiel. So. Ja, denn können wir jetzt. Ach so, wir sind ja schon raus. Okay, die sind auf dem Weg. Ja, das können wir hier nicht ändern erstmal. Wir haben noch 6.900. Da werden wir wahrscheinlich kaum noch was mit ausrichten können mit diesem Geld, ne? Wir hätten hier noch eine Village, ne? Aber selbst damit können wir nichts mehr ausrichten. Wir haben ganz schön ausgegeben für den General, aber hier könnten wir was machen. Zum Beispiel in Königsberg könnten wir eine Suppenküche. Und da würden wir ja die ah, dann würden wir die, ja. Wartet mal, ich schau noch mal. In der Missionsübersicht finden Sie Informationen zu aktiven Ja. und abgeschlossenen Missionen. Wir schauen noch Momentan mal. bestehende Missionen werden im aktiven Missionenfenster angezeigt. Hier können Sie sich vergewissern, wie viel Zeit Ihnen zum Abschluss einer Mission verbleibt oder die Missionsdetails durchlesen. Ja, die Frage ist, weil es steht ja dort. Und hier sehe ich es eben nicht mehr, dass ich dadurch die Happiness, hätte ich beinahe gesagt, wollen wir es ausstellen? Stellen wir mal aus, ne? Wir versuchen das alleine zu ergründen. Über die Gebäudeübersicht Okay. gelangen Sie zur Technologiekette, in der Achso. angezeigt wird, wie die Gebäudeausbauten aufeinanderfolgen und die Ihnen somit Provinz für Provinz die Planungen für das Wachstum. Ja, ist gut. So, ach so. Dann weiß ich, wie es hier weitergeht. Okay. Ganz schön, ne? Ich muss sagen, das ist ganz schön schwierig hier. Ja, wenn wir hier das sehen, ne, die Suppenküche, dann ist es für, ja, die niederen Schichten ist es toll, aber für die höheren Schichten ist es blöd. Die Frage ist ja, was bedeutet das? Was haben wir zum Beispiel hier? Aha. Plus 300. Ich finde es gar nicht so schlecht hier, diesen Workshop. Wisst ihr das? Was ist das hier? Farmer, das ist natürlich auch toll, oder? Gut, das wird gebaut. Ich glaube,
Das bauen wir erstmal. Was ist hier? Das wird schon gebaut. Schauen wir mal, wie es in Warschau aussieht. Da wird schon allerhand gebaut. So von sich aus. Okay. Lemberg, ganz klar. Okay, 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 okay. Breslau. Ah. Oder wird... Oder wird das nicht gebaut? Warte mal, jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Muss ich das drauf? Ach nee, da muss ich erst draufklicken, ne? Entschuldigt bitte. So, dann... Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, hier die Farmhäuser zu bauen. Und hier in Breslau... Können wir keine Armee ausheben? Ne, wir wollen ja erstmal Frankreich hier drüben, ne? Überfallen. Ja, so blöd wie es klingt. So ist es aber. Und das... Ja, cool. Hier geht nichts. Was ist denn eigentlich in Straßburg? Da geht momentan auch nichts. Und Stuttgart geht auch nichts. Und München geht auch nichts. Geht nur Infrastruktur. Mhm. Kassel ist es selber in grün. Also nur drüben in Polen ist das große... Was ist denn hier? Small Barracks. Ja, würde ich gerne. Aber das ist... Schaut mal hin. Wir bekommen dann immer weniger Happiness. Und die sind schon sehr wenig gehappiert. Moment. Hier haben wir einen totalen Bonus. Im Takt. Im Steuereinkommen. Das wollen wir, ne? Ja, hier könnten wir was freischalten, mache ich aber erstmal nicht. So, Berlin. Okay. Wow, was ist denn das? Ach so. Ach so, wir könnten... Ja, aber dann haben wir schon wieder... Oh, was wir alles hier verbessern können. Selbst hier könnten wir so eine Stadt verbessern. Braunschweig. Auch sowas hier könnten wir was hier Hölle erst verbessern können. Hm. Nett. Ja, Dresden. Dresden. Hier werden wir auch mal unser Einkommen steigern und gleichzeitig in Dresden mal eine Suppenküche einrichten. Das sind wir mal gar nicht so. Ach so, geht nicht. Geht nicht. Jetzt bauen wir... Okay, von mir aus. Wieso ging das eigentlich nicht mit der Suppenküche? Hätte mich mal interessiert. Hm, okay. Wir haben noch 1300. Ja, dann, nee, lassen wir es erstmal sein. Haben jetzt genug ausgegeben. Ja, bin mal gespannt, wie es hier weitergeht, ne? Nee, die Suppenküche will es irgendwie nicht, weil... Hm, Farmerhaus nimmt's, ne? Na gut. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir die Truppen gleich hier rüber nach Brüssel bewegen. Hier drin haben wir nichts stehen, ne? Haben wir gesagt, ne. Ob wir gleich von Straßburg hier über Brüssel hier runter zirkeln. Dann könnten wir gleich noch das hier mitnehmen. Hätten... Ja, aber ich würde sagen, wir warten auf die Truppen von Berlin. Ne? Bringt es? Was können wir denn hier für einen... Ja, wir haben jetzt erstmal keinen mehr. Adolf vom Pfüll wollen wir schon mal... Okay. Wahrscheinlich müssen wir den hier, ne? Ludwig von Walmotten-Gimborn. Okay. Ja, dann mache ich erstmal für heute Schluss, ne? Ciao, ciao.